Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Device. Heute stelle ich euch die 7 besten Gaming-Prozessoren vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir, wie gewohnt, die Vor- und Nachteile der CPUs erläutern und diese kurz vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like da und ein Abonnement, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! AMDs Ryzen 5 3600 ersetzt den Ryzen 5 2600 aus dem Jahr 2018 und bringt noch mehr Leistung und Optionen auf den Markt der Mittelklasse-CPUs. Er befindet sich direkt unter dem Ryzen 5 3600X, der im Wesentlichen eine etwas schnellere Version desselben Prozessors ist. Wo der Ryzen 5 3600 glänzt, ist der sparsame Gamer-Desktop. Im Allgemeinen liegt seine Leistung unter der seiner schnellen Geschwister, aber seine geringeren Spezifikationen und sein niedriger Preis wirken sich nicht so direkt auf die Spieleleistung aus. Und die zusätzlichen Einsparungen können genauso gut in eine bessere Grafikkarte oder zusätzlichen Arbeitsspeicher fließen, was den Ryzen 5 3600 zu einer besonders überzeugenden Option für Gamer macht, die ihr Budget optimieren wollen. Der Intel Core i5 11400 reiht sich in die Rocket Lake Familie ein und ist ein überraschend preiswerter und flinker Chip mit 6 Kernen und 12 Threads für unter 200 Euro. Überraschenderweise hat AMD keinen modernen Chip im Angebot, um den 11400er zu bekämpfen, sodass er mit AMDs 2 Jahre altem Ryzen 5 3600 für 199 Dollar antritt, der in Spielen nicht mit dem 11400er mithalten kann. Das sorgt für einen einseitigen Kampf, der Intel die unangefochtene Vorherrschaft auf dem PC-Gaming-Markt der Einstiegsklasse einbringt und dem Core i5 11400 einen Platz auf unserer Liste der besten CPUs einbringt. Auch wenn es nur ein i5 ist, sollte man diesen nicht unterschätzen. Dank des AMD Ryzen 9 5900X und dem Rest der Ryzen 5000 Serie könnte es einen neuen Gaming-Prozessor-Champion auf dem Markt geben. Der Krieg zwischen AMD und Intel tobt seit Jahren um die beste Single- und Multithread-Leistung und es wurde immer angenommen, dass man sich für erstklassiges Multithreading für professionelle und kreative Anwendungen für AMD entscheidet. Aber wenn man versucht, jedes Quäntchen Leistung für die besten PC-Spiele herauszuholen, wurde angenommen, dass Intel die beste CPU für diese Aufgabe ist. Aber der AMD Ryzen 9 5900X könnte das alles geändert haben. Diese CPU könnte einfach die beste verfügbare Option sein. Sie ist bei Single-Thread-Aufgaben genauso leistungsfähig wie bei Multithread-Aufgaben. AMDs Ryzen 5000-Präsentation machte dies deutlich, denn das Unternehmen konzentrierte sich auf Spiele, während kreative Anwendungen in den Hintergrund traten. Das Ergebnis könnte die beste Gaming-CPU sein, die man derzeit bekommen kann. Abgerundet durch die PCIe 4.0 Unterstützung ist der Ryzen 9 5900X nun das Flaggschiff unter den besten AMD-Prozessoren und mit ihm gibt es wirklich keinen Grund mehr, einen Intel-Prozessor für den Gaming-PC zu kaufen, den sie gerade bauen. Während des Tests der AMD Ryzen 7 5800X 3D-Prozessors musste ich mehrmals auf meine Notizen schauen und unter meinem Atem murmeln, dass das nicht stimmen kann, während ich die Benchmarks erneut durchführte. Die Zahlen haben sich bestätigt und nach tagelangen, zermürbenden Tests ist es unbestreitbar, dass AMD einen der besten Gaming-Prozessoren geliefert hat, den wir je getestet haben. Der Ryzen 7 5800X 3D ist in vielerlei Hinsicht ein Nachhutgefecht gegen einen stark wiedererstarkten Intel, der sich mit der unglaublichen Leistung seiner neuen Alder Lake-Architektur zurück auf das Feld katapultiert hat. Das gilt vor allem für den Core i9 12900K, der genau auf das Echsenhirn von PC-Enthusiasten und Gamern abzielt, die den Lauf der Zeit in FPS messen. Die Tatsache, dass er es zeitweise schafft, den besten Prozessor auf dem Verbrauchermarkt zu übertreffen,
ist wirklich schockierend und die Tatsache, dass er durchweg so schnell ist wie die besten AMD-Prozessoren, obwohl er eine ganze Leistungsstufe unter den Ryzen 9s liegt, macht jeden anderen Prozessor in AMDs Angebot irrelevant, wenn du ein Gamer bist, versteht sich. Wir wünschten, der Intel Core i9-11900K wäre ein größeres Update. Genau wie die anderen Prozessoren der 11. Generation von Intel hat er nur eine kleine Auffrischung erhalten, um diejenigen zu überraschen, die auf ein großes Update hoffen. Das soll nicht heißen, dass er keine Leistung bringt, denn das tut er. Es wird ihnen schwerfallen, ihn über seine Grenzen hinauszubringen, aber es wird niemanden begeistern oder Intel an der Spitze halten, insbesondere angesichts der großen Konkurrenz von AMD. Während Prozessoren wie der AMD Ryzen 9 5900X neue Wege zu gehen scheinen, verwendet der Intel Core i9-11900K im Wesentlichen die 10nm Ice Lake Architektur, aber in einem 14nm Prozess, sodass man am Ende nur ein 8-Kern- und 16-Thread-Design hat. Obwohl es Intel gelungen ist, seine Dominanz bei der Single-Core-Leistung aufrechtzuerhalten, übertrifft die Konkurrenz ihn bei der Multicore-Leistung. Die einzigen Nutzer, die wirklich das Beste aus dieser CPU herausholen können, insbesondere in Anbetracht des Preises, sind Gamer. Jetzt, wo die Alder Lake Chips der 12. Generation auf dem Markt sind, könnte diese CPU bald überflüssig werden, vor allem, wenn man bedenkt, dass der i9 der 12. Generation in neuen, durchgesickerten Benchmarks möglicherweise AMDs Besten schlagen könnte. Mit dem Intel Core i9-10900K hofft Intel, den Thron zurückzuerobern. Dank der Prozessoren seines direkten Konkurrenten, wie dem AMD Ryzen 9 3900X, hat der Hersteller in den letzten Jahren immer mehr Performance-Schlachten verloren. Er ist von seiner Position als de facto führender Desktop-CPU zum Außenseiter geworden und hat sogar einen Teil seines Marktanteils verloren. Das Flaggschiff Intel Core i9-10900K ist zusammen mit dem Rest der Comet Lake S-Reihe der Versuch, dies zu ändern. Und was für ein tapferer Versuch das ist, denn er bringt satte 10 Kerne und 20 Threads mit. Das sind zwei zusätzliche Kerne im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Core i9-9900K. Sowie Boost-Taktraten von bis zu 5,3 GHz für einen oder zwei Kerne. Aber reicht das für den Intel Core i9-10900K aus, um sich gegen Team Red zu behaupten? Nicht ganz. Er verliert an Boden gegenüber dem 9900K, wenn es um die reine Spieleleistung geht, und schlägt den AMD Ryzen 9 3900X bei den meisten prozessorintensiven Arbeitslasten nicht ganz. Als AMD Zen 2 vorstellte, sahen wir nichts wie den AMD Ryzen 3 3100. Tatsächlich war der billigste Prozessor auf der Computex 2019, wo der Ryzen 3000 vorgestellt wurde, der AMD Ryzen 5 3600. Während es also für alle, die das Geld für einen Mittelklasse- oder höheren Prozessor haben, aufregend war, mussten diejenigen, die sich normalerweise auf die besten Billigprozessoren verlassen, ältere PC-Komponenten kaufen. Und bei all den Verbesserungen, die in die neue Architektur eingeflossen sind, war es eine Schande, dass Leute mit weniger Geld auf glänzende neue Funktionen wie PCIe 4.0 verzichten mussten. Tatsächlich ist PCIe 4.0 eine der größten Veränderungen, die die Computerwelt seit langem erlebt hat. Denn die neuen SSDs, die durch diese Technologie ermöglicht wurden, werden für die besten Gaming-PCs von großer Bedeutung sein, da die PS5 und die Xbox Series X schnelle Speichermedien in den Vordergrund rücken. Glücklicherweise erhalten wir mit der Ankunft des AMD Ryzen 3 3100 und Ryzen 3 3300X ein paar Prozessoren, die eine zukunftsweisende Plattform für diejenigen mit einem geringen Budget bieten. Der AMD Ryzen 3 3100 basiert auf der gleichen Zen 2 Architektur wie der Rest der AMD Ryzen 3000 Reihe und ist damit der erste Ryzen 3 Prozessor, der dies tut. Zuvor waren Nutzer, die nach einer Ryzen 3 CPU suchten, gezwungen, entweder etwas wie den AMD Ryzen 3 2300X oder den AMD Ryzen 3200G zu wählen. Beide basieren auf der 12nm Zen Plus Architektur. Die Umstellung auf die neue 7nm Architektur ermöglichte es AMD jedoch, SMT zu aktivieren,
und die Taktraten zu erhöhen, während die gleiche thermische Entwurfsleistung, TDP, von 65 Watt beibehalten wurde, die man bei früheren Ryzen 3 Prozessoren fand. Zusammen mit der erheblichen Steigerung der IPC-Leistung, Anweisungen pro Takt, bedeutet dies, dass es sich um einen wesentlich leistungsfähigeren Prozessor als den Ryzen 3 2300X handelt. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welcher Prozessor war euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare. Die Links zu den besten Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Device-Kanal.